Also mein Name ist Samuel Mettler, ich arbeite beim Kompetenzzentrum Integration der Stadt Bern. Und die Stadt Bern hat zusammen mit Organisationen aus den Quartieren, mit Vereinen und mit engagierten Einzelpersonen diese Aktionswoche gegen Rassismus lanciert. Zum ersten Mal dieses Jahr. Und hier, wo wir uns jetzt befinden, das ist die erste Veranstaltung der Woche, nämlich La Galerie Sonore. Das sind Bilder eines senegalesischen Malers und die wurden vertont von einer Schweizer Musikerin. Und heute haben wir hier die Aktionswoche gegen Rassismus der Stadt Bern eröffnet, eingeweiht und die Veranstaltungen werden jetzt andauern bis heute in einer Woche, Montag, nächsten Montag. Nächsten Montag ist ja der internationale Tag gegen Rassismus und an diesem Tag wird die Aktionswoche der Stadt Bern zu Ende gehen. Und darf ich fragen, euer Ziel mit dieser Aktionswoche? Mit dieser Aktionswoche wollen wir die Bevölkerung von Bern sensibilisieren für das Thema Rassismus, für den alltäglichen Rassismus und rassistische Diskriminierung. Das muss nicht unbedingt nur immer Gewalt an schwarzen Leuten sein, zum Beispiel. Das können auch Sachen sein wie jemand, der aufgrund seines Namens oder aufgrund seiner Herkunft keine Stelle findet oder keine Lehrstelle und andere strukturelle Diskriminierung. Das heißt, Diskriminierung, die aufgrund der Strukturen, der Infrastruktur oder der Institutionen wie eine Firma oder eine Stadt stattfinden. Diskriminierungen auf dieser Ebene, oder? Und deswegen führt die Stadt Bern diese Maßnahme durch, weil sie auch Mitglied ist der Europäischen Städtekoalition gegen Rassismus. Und als Mitglied dieser Koalition sind Sensibilisierungsprojekte eine Maßnahme. Denn die Stadt Bern hat einen Maßnahmenplan verabschiedet als Mitglied dieser Städtekoalition. Danke.